So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Ich Vollidiot habe ja in der letzten Folge den Weg nach unten gesucht. Ich bin da nach unten gesprungen, habe auch überlebt und bin im Heldengebiet gelandet. Und jetzt bin ich hier, nachdem ich dreimal gestorben bin. Und ja, ist okay. Zu Major Shallister musste ich. Ja, ist ein bisschen blöd. Major Shallister? Jawohl. Captain Eisen hat mich gebeten, vorbeizukommen. Er fürchtete, es gäbe eine Invasion. Captain Eisen hat recht. Paranoia macht sich bezahlt. Während der letzten drei Tage wurden von Drom und Kas aus mehrere Übertragungen getätigt und von Schiffen im Orbit eines nahegelegenen Asteroiden empfangen. Die Übertragungen enthielten sichere Landekoordinaten für die Planetenoberfläche und Sicherheitscodes, mit denen man die Orbitalverteidigung umgehen kann. Ah, das weiß ich ja. Das meiste habe ich schon von Captain Eisen gehört. Die Frage ist, wer steckt hinter der Invasion? Natürlich. Ich wollte nur gründlich sein. Vor einigen Stunden haben kleine Fähren, die den Sensoren entgehen können, damit begonnen, Truppen auf der Planetenoberfläche abzusetzen. Diese Truppen sind brutale, fremdartige Söldner im Dienst des Verbannten Lord Tytonus. Aha. Wer in der Sith-Politik bewandert ist, wird sich erinnern, dass sie die Rebellin war, die auf Beckerin ihr eigenes Königreich ausgerufen hat. Was für eine hervorragende Idee. Notiz an mich, über einen eigenen Planeten herrschen. Vorzugsweise nicht über diesen hier. Wir haben so schon alle Hände voll zu tun. Lord Tytonus hat genau den richtigen Zeitpunkt abgepasst. Momentan sind so viele unserer Truppen vom Planeten abgezogen, dass sie sogar Cars City einnehmen könnte, wenn sie ihre komplette Söldnerarmee anfliegt. Wir müssen ihre Fähren an der Landung hindern und ihre Truppen zurückschlagen. Ich habe bereits alles aufgewendet, was mir zur Verfügung steht. Jetzt ist es an euch. Über einen eigenen Planet herrschen, ja, das kann man ja, wenn man ein Gildenschiff hat und so viele Punkte wie möglich. Helden 4, haha, wirklich, ganz sicher nicht. Wo muss ich jetzt hier eigentlich lang? Ich müsste eigentlich da hoch, aber das ist eine... Hallen der Verräter, das ist ein Hauptmissier. Na gut, und hier unten Hallen der Verräter. Ah, hier kann ich ja auch durch. Sehr gut. Ich werde mal da nach unten gehen. Nach unten gehen. So, ja, auf jeden Fall Level 15 hatte ich letztes Mal das Up. Level Up, das war gut. Ich sollte auch mal wieder einen Ausbildner aufsuchen. Und ja. Mal wieder buffen. Das wäre auch keine schlechte Idee. Ich kann euch sagen, ey. Im Moment ist schwierig mit mir. Der Weidel hat es auch nie leicht mit mir. Das ist... Ist das... Ja, toll. Schon die ersten. Eben, schwierig mit mir. Spastokraten, ey. Elenden Dreckshunde. Ja, ja, ist ja gut. So. So. Adios, Muchachos. Eben, ich ras wie verrückt auf die LAP zu und es ist die Kotze auf Erden. Ich kann es euch sagen, ich bin so froh, wenn es vorbei ist und nachher gibt es nicht mal Fehde für mich. Nein, dann will mich auch noch das Militär sehen. Und zwar, ja, in voller Montur und scheiße Dreck und Hacke und... Ja. Und es laggt schon wieder. Hallo Framerate. Hallo Framerate. Ich mag dich. Wieso laggt es jetzt schon wieder? Es ist doch ein... Es ist doch... zum Kotzen. So, was war da? Such nach... gut. Ist da oben was? Ah, alle tot. Sieh dir das Holopad des Archäologen an. Das Holopad. Ah, das ist Holopad. Ich habe nur einen Augenblick, um mich auszuruhen. Diese Dinge aus dem Tempel der dunklen Seite greifen wieder an. Jess denkt, die Artefakte ziehen sie an. Da hat er wohl recht. In dem Moment, als wir uns zum Aufbruch bereit machten, sind sie durchgedreht. Es ist Zeit, sich ihnen zu stellen. Wenn diese Irren unsere Relikte haben wollen,
müssen sie uns schon töten. Jawohl. Ich muss euch auch noch was Lustiges erzählen. Wir hatten heute... Heute in der Küche... Was ist denn jetzt los? Ich bin wieder... gegen eine sinnlose Wand gelaufen. Wir hatten heute in der Küche... den... Was geht denn da oben? Hallo? Kommst du mal? Bin nicht. Alles klar. Ein bisschen eine Witzstunde. Und zwar... kennt ihr diese Witze... von wegen... Warte, das muss ich gleich überlegen. Nichts gegen Schwule, ganz ehrlich, nichts gegen Schwule. Aber es ist einfach witzig. Schwule Holländer, das ist der Fick von hinten. Jetzt bin ich schon wieder falsch gelaufen. Nee, ich muss ja... Muss anscheinend so durch die Höhle durch. Der Fick von hinten. Oder ein japanischer Pornostar. Habe ich mich sowas von verlacht, wie der heißt. Das war der, wie hieß der nochmal? Genau. Der Schwing dein Ding. Ja, so ging es heute den ganzen Nachmittag und wir kamen gar nicht aus dem Lachen heraus. Wir mussten eigentlich für eine neue Karte produzieren, aber es war einfach so lustig. Wir haben so fast gar nichts gearbeitet. Eigentlich ist nicht sehr produktiv. Wenn das meine Chefin hört, dann ist scheiße. Gut. Ja gut. Weiter ging's mit dem chinesischen Sexminister. Ne, Sexministerin, das war die Futzeng. Ja. Oder die. Warte, wie ging das? Die Frau vom griechischen Finanzminister, Lassmi Magratis. Ja, sowas in der Art. Die Lassmi Magratis. Also eigentlich stimmt, ja, die Griechen sind ja am Arsch und jetzt wollen sie ja von den Deutschen. Ich bin selber kein Deutscher, aber ich finde es ehrlich gesagt extrem, extrem scheiße von denen, dass die jetzt noch mehr Entschädigung von den Deutschen wollen. Für die Debakel im Zweiten Weltkrieg kann ich verstehen. Das ist eine krasse Zeit, was da abgelaufen ist. Aber ehrlich gesagt, man sollte ja auch die alten Zeiten ruhen lassen. Wie jetzt dieser Typ von da und aus schließt, der für Beihilfe von 300.000 Mordanfällen verantwortlich gemacht wird. Aber wieso, ganz ehrlich, wieso lässt man solche alte Fälle nicht einfach ruhen oder macht die mal ein bisschen früher? Das ist jetzt 70 Jahre oder, ja, 70 Jahre ist das jetzt her, dass das passiert ist oder sogar mehr, weil es bringt doch alles nichts. Das wieso? Man soll sich doch um andere Menschen kümmern, die etwas mehr in Not sind, zum Beispiel... Allgemein die Justiz, die ist so am Rande des... Das ist Blödsinn. Habt ihr das gelesen? Der Verantwortliche oder der Manager von Kino.io, das ist so eine, wer das nicht kennt, das ist so eine illegale Internetseite, auf der man Kinofilme schon vor der DVD oder während sie noch im Kino sind anschauen kann. Der kriegt 20 Jahre Haft und ein... Oh, Inventar ist voll. Schön. Der kriegt 20 Jahre Haft und wird dafür verurteilt für eigentlich... Er hat keine Menschen geschadet, er hat dem Staat geschadet, er hat der Industrie geschadet. Okay, das schalte ich nicht ab, aber was bringt's? Wirklich, was bringt's, einem den zu machen? Das ist ja schon passiert. Jedoch, dass ein Vergewaltiger... Erstmal aktivieren... Ein Vergewaltiger 3 Jahre auf Bewährung kriegt, der läuft frei im Fuß und der denkt sich, ja, scheiß Kuscheljustiz, ihr könnt mich mal. Oh, jetzt noch ganz viele Missionen, ne? Ah, könnte ich sogar ein Taxi. Ja, alte Freunde, ich muss eh hier hoch. So, ich werde jetzt mal die Mission hier annehmen. Es ist eigentlich. Ich habe 3 Expeditionen in den. Ich rede nachher weiter. Seite geschickt. Keine kam zurück. Ich weiß nicht sicher, was los ist, aber wer dort hineingeht, der kommt nicht wieder raus. Aha. Gibt es einen Grund für diese Behauptung? Vor den Lauten, die ich dort gehört habe, würde sogar ein Rancor fliehen, wenn er genug Grips dazu hätte. Ihr könnt den Tempel der dunklen Seite überleben. Ich bitte euch, mir und dem Imperium einen Gefallen zu tun.
Die Leute, die ich hineinschickte, haben bestimmte Daten gesucht. Sie waren verzichtbar, größtenteils Sklaven. Aber die Daten sind wichtig. Was soll ich tun? Ich möchte, dass ihr die Sklaven findet und alle Daten zurückbringt, die noch zu retten sind. Die Sklaven der Expeditionen hatten Datenpads dabei, um alle Daten zu registrieren. Bringt mir diese Datenpads zurück. Die Informationen sind für weitere Bauvorhaben auf Drom und Kaas wichtig. Nicht sehr aufregend, ich weiß, aber helft ihr mir? Eine Herausforderung ist es nicht gerade, aber ich kann das erledigen. Wunderbar, fantastisch. Eure Hilfe ist von großem Wert. Ich markiere euch auf der Karte, von wo aus ich zuletzt von der Expedition hörte. Mehr kann ich nicht tun. Alles klar. Sehr schön. Ja, auf jeden Fall hat's hier ein... So, wo waren wir? Genau, wegen Vergewaltigung. Eben. Ich sag jetzt mal, ich kenne auch Leute, die vergewaltigt wurden. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Ich kenne auch Leute, die vergewaltigt wurden und es ist eine... Man ist für das ganze Leben geschädigt und es ist, ich weiß selber nicht, wie es ist, jedoch... Endlich hat der Rat der Sith meine Bitten erhört und einen jungen Sith geschickt, um den Tempel zu sichern. Was geht hier vor? Natürlich, sie haben mich wieder ignoriert. Wie dumm von mir. Ihr seid aber hier und somit befugt, den Tempel der dunklen Seite zu betreten. Ihr könntet diesen Planeten trotzdem retten. Meine Aufmerksamkeit ist ungeteilt. Der Tempel der dunklen Seite ist uralt. Er wurde während einer früheren Inkarnation unseres Imperiums errichtet. Vor 1000 Jahren begrub unser Imperator hier seine Feinde. Diese Feinde sind selbst im Tod noch mächtig. Darum wurde der Tempel versiegelt. Ja. Aber nun ist etwas Schreckliches passiert. Irgendein Idiot hat sie aufgeweckt? Als der Imperator sich anderen Angelegenheiten widmen musste, suchte eine Gruppe ehrgeiziger, aber unwissender Sith Macht zu erlangen, indem sie den Tempel plünderten. Die gesuchten Reliquien fanden sie nicht. Stattdessen erweckten sie einen uralten Sith Lord, Lord Kallik. Die gesamte Expedition fiel dem Wahnsinn anheim. Sehr schön. Was war das für eine Expedition? Um wie viele Leute ging es dabei? Mindestens 100. Und alle waren dumm. Sith, Sklaven, Soldaten, Experten. Lord Kallik starb in einem Hinterhalt und wusste wohl nichts von seinem Tod, als er aufwachte. Seine Erwartungen wurden zur Realität für seine Umgebung. Seine Macht überwältigte alle im Tempel. Und selbst jetzt bekämpfen sich die Arbeiter, halten sich für Sith Lords und beziehen ihre schrecklichen Kräfte von Lord Kallik selbst. Ja. Das Gerede ermüdet mich. Ja, das ist wirklich so. Ihr habt Glück, dass ich mich in diesen dunklen Zeiten an niemand anderen wenden kann. Es gibt noch andere uralte Sith Lords, deren Geister im Tempel schliefen. Wenn diese alten Sith Lords von all der Gewalt erwachen, könnten sie Drom und Kaas überrennen. Mhm. Die sollen ruhig weiter schlummern. Ich habe die Grabkammern drinnen untersucht. Sie sind alle nach demselben alten Muster gebaut. Das hilft uns weiter. Wenn ihr die 500 Kilo schweren Türangeln an jeder Gruft verschweißt, wird selbst der heftigste Angriff die Alten nicht mehr aufwecken. Ja, gut. Es wird keine Überlebenden geben. Und dann kommt der nächste Haufen Idioten und stürzt uns wieder in denselben Schlamassel. Das Team, das ich bereits hineingeschickt habe, benutzte einen massiven Schweißbrenner. Effektiv, aber langsam. Sie sind nicht weit gekommen. Ihr müsst den Schweißbrenner finden und die Türen der Alten versiegeln. Na gut, Riesengelaber, aber nichts dahinter. Genau wie ich vorhin. Ha, 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 ha. Eben. Hier, Justiz, ne? Oh, schön. Jawohl. Oh, easy, Leute. Was wollt ihr eigentlich? Oh, eine Bonusmission. Cool. So, alles klar. Sith Relikt.
Schlafgudan reifst. Jawohl. Noch ein Sifrelikt. Jawohl, sehr schön. Von wegen Kuscheljustiz. Ich habe auch schon meine Problemchen da gehabt, was ich jetzt nicht unbedingt sagen möchte. Auch um andere zu schützen. Von wegen Justiz und so, aber ich habe noch nie jemanden geschadet. Jetzt eben, wer vergewaltigt wurde, oder der muss das jetzt nicht unbedingt gerade in die Kommentare schreiben. Ich wurde vergewaltigt, ich weiß genau, wie das ist. Genau. Aber es ist ein schreckliches Vorgehen. Es ist, und man versaut einem Menschen das ganze Leben und der hat ein Trauma. Man weiß ja nicht, was der Mensch vorhatte. Vielleicht wollte der Familie gründen oder sowas. Und man macht einfach das Leben eines Menschen kaputt damit. Und es ja. Also Leute, ganz ehrlich, nach meiner Meinung nach sollten Vergewaltiger die Todesstrafe kriegen. Weil es ist nicht gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt Folgen hat, dass ich dir diese Folge auch sende. Ich werde das noch mit dem Weile besprechen, ob ich die Folge überhaupt sende. Weil es ist schon ziemlich hart, was ich hier sage. Und aber wenn sie gesendet wird, lasst doch bitte euren Kommentar da, ob ihr genauso sagt wie genauso seid wie ich. Also, ob ihr nicht auch das wollt, weil es ist. Man macht einen Menschen kaputt und ehrlich, und für den Menschen, der Kino.de da gemacht hat, für den Verantwortlichen, der hat jetzt halt seine Strafe, aber ganz ehrlich, das wäre ein Jahr wäre genug gewesen. Ein Jahr wäre mehr als genug gewesen für das. So, wir stehen jetzt vor dem Tempel. Na, seht ihr's? Jawohl. In der nächsten Folge geht's weiter, meine Lieben. Ciao, Leute. Macht's gut. Einen schönen Tag. Und lasst so eine Comments da. Ich wäre froh drüber. Ciao.